Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Neues von Pascal. Ihr seht's richtig, wir spielen einmal wieder Landwirtschaftssimulator und zwar nicht irgendein Landwirtschaftssimulator, sondern der LS19. Und wenn ihr ganz genau richtig hinschaut, LS19, dieses Bild oder diese Schriftzug, die kenne ich doch von irgendwoher. Ja, es ist richtig. Ich bin wieder zurück auf der Hagenstedt-Map. Und zwar ist ja das die Hagenstedt-Map, die Original-Map gewesen von Landwirtschaftssimulator 2013. Nun habe ich sie gefunden auf dem Internet zum Downloaden. Und zwar angepasst natürlich fürs 2019, also LS19. Ich sage es immer wieder, klar, Neues von Pascal heißt nicht unbedingt, dass das neu entwickelt worden ist oder jetzt gerade erst rausgekommen ist oder so irgendetwas in dieser Art. Neues von Pascal heißt einfach, ich habe es für mich neu entdeckt oder neu installiert, neu gekauft, was auch immer. Und ich zeige es von mir. Das heißt, es ist neu für und von mich sozusagen und nicht, dass es neu erschienen ist. Ich habe ja schon gewisse Kommentare erhalten. Ja, diesen Bus, wenn ich da Omsi spiele, diesen Bus gibt es ja schon 10 Jahre und der ist doch nicht neu. Was soll an dem neu sein? Ich weiß, es ist vielleicht nicht neu für einige von euch, es ist aber neu für und von mir. Okay, so viel mal dazu. Also wie gesagt, hier die Stadt oder respektive die Map Hagenstedt. Ich möchte euch jetzt mal die Map vorstellen oder respektive mein Hof zumindest. Mal schauen, wie lange das Video dann auch wird letztendlich. Und zwar, wie gesagt, habe ich hier die Hagenstedt-Map heruntergeladen und bearbeitet. Was ich euch jetzt mal zeigen möchte, ist, wie die Map sozusagen original aussieht und wie es dann bei mir aussieht, wenn natürlich Hof und alles bearbeitet wurde. Ich habe jetzt hier mal einen Spielstand quasi neu geöffnet, eröffnet und ich klicke mal auf Start. Und ich habe da oben mal einen Traktor hingestellt. So, und hier können wir eigentlich nach unten sehen. Wie man sieht, sieht man hier nichts. Das ist auch richtig so, weil das ist wirklich die Stadt. Die Startausgabe von dieser Map, wenn man diese plus minus beginnt. Hier unten, wo dieses Feld, ich weiß gar nicht, dieses Weizengerste oder was auch immer ist, da respektive auf dieses hier daneben, da habe ich meinen Hof aufgebaut, da werden Gebäude hinkommen, Ställe, Haus und so weiter und so fort. Und das werden wir jetzt dann gleich sehen. Auch da weiter unten, wo diese Silos sind, habe ich etwas ein bisschen umgebaut. Hier habe ich zum Beispiel das Haus entfernt, hier habe ich ein anderes Haus hingestellt und so weiter und so fort. Also wie gesagt, hier, das ist die Ausgangslage und jetzt zeige ich euch sozusagen die, ja, meine Map oder meine bearbeitete Map. So, also hier bin ich jetzt wieder und zwar habe ich jetzt wieder die Map gestartet, respektive die Map, auf der ich standardmäßig spiele. Klicke hier wieder auf Start und ihr werdet sehen, man wird ganz ein anderes Bild haben als vorhin. Klicke ich mal drauf und schön, siehe da, natürlich alles ein bisschen bearbeitet. Hier ist die Startposition, die Startausgabe sozusagen. Wir gehen mal hier den Weg runter und nur kurz zum Schauen, also vorhin waren wir ungefähr einfach immer in die Mitte schauen, da wo der weiße Kreis ist, das ist sozusagen
wie ein Mauspfeil. Also wir waren vorhin ungefähr hier oben auf dem Hügel und haben auf das Feld runtergeschaut, Weizen, Gerste, was auch immer da war. Und hier, siehe da, ist kein Feld mehr, sondern alles komplett überbaut. So, also hier ist die Hofeinfahrt sozusagen, also respektive hier vorne ist natürlich der Weg, der reinkommt, aber hier ist dann die Haupthofeinfahrt. Ich aktiviere hier kurz mal den sogenannten Flugmodus, damit wir das Ganze ein bisschen von oben betrachten können mal. Wo haben wir das Stück? Toggle, Flight Modus. Okay. So, und dann haben wir hier noch das. So, ich glaube O war das und dann J und schon können wir normalerweise nach oben gehen oder war das nicht so? Doch. Also, das klappt. Jetzt schauen wir mal das Ganze von oben ein bisschen an. Ich gehe mal ein bisschen nach oben hier. So, na, das ist meine ganze Heimat, mein schöner Hof, respektive die Arbeitsstelle sozusagen. Nee, aber hier kann man jetzt wirklich das Ganze sehen. Bitte verwundert euch nicht, hier hinten, wo so der Drescher ist, wir gehen mal ein bisschen nach hinten, da erscheint jetzt eine Halle und wenn ich ein bisschen weiter weggehe, dann verschwindet diese wieder. Das ist leider grafiktechnisch so gemacht, weil ja der PC eigentlich nicht unbedingt der beste ist und ich natürlich eine entsprechende Grafikeinstellung machen muss, damit das Spiel einigermaßen spielbar ist und so weiter. Und deshalb auch die Sichtweite auf verschiedene Objekte ein bisschen angepasst. Aber nicht verwundern, wenn da Gebäude weggehen oder auch wieder kommen. So wie hier hinten zum Beispiel diese Halle. Nicht irritieren lassen. So, also ich würde vorschlagen, ich zeige mal kurz die Gebäude, was ungefähr wo ist. Und dann laufen wir noch ein bisschen rundherum und sehen den ganzen Hof eigentlich von nahe. Wir sind hier, wie gesagt, bei der Hofeinfahrt. Was man dann hier rechts dann gleich sehen kann, ist eigentlich das Wohnhaus oder respektive das Hofhaus, das Haupthaus sozusagen, da wo alles beginnt oder respektive da, wo alles von kommt. Rechts daneben ist einfach eine Maschinenhalle. Da weiß ich leider noch nicht genau, wofür ich diese nutzen werde. Die habe ich mal so hingestellt, weil noch Platz war. Aber ich denke, mit Fahrzeugen, mit Getreidelager, mit Heuballen, Strohballenlager und so weiter und so fort oder auch mit sonstigen Dünger, Paletten und so weiter, wird sich diese Halle bestimmt dann auch mal füllen, aber zurzeit weiß ich noch nicht genau, was ich da tun werde. Das gilt eben übrigens auch für die ganze für die ganze Map oder den ganzen Hof, also da wird, weil ich jetzt neu angefangen habe, wird es da vielleicht noch ein bisschen Änderungen, Anpassungen geben. Am Anfang kauft man sich da einfach Fahrzeuge, die man denkt, die man dann braucht auch für den Betrieb und so weiter. Und später stellt sich dann raus, ja, vielleicht eignet sich dieser Kipper dann besser hier vorne, dafür den Frontlader nach hinten und so weiter, je nachdem. Da wird sich sicher noch einiges ändern. Okay, weiter zur Hofvorstellung. Rechts davon, dort ist so ein rotes Gebäude, ein rotes Haus. Das ist sozusagen nicht meins, das ist zwar auf dem Hof, aber wenn man sich eine Geschichte vom Spiel aufstellt, das ist einfach ein vermietetes Haus, was ich sozusagen vermiete und sonst eigentlich keine Funktion hat. Gerade davor, da sind Hühner. Also Hühner habe ich übrigens an drei verschiedenen Stellen, werden wir dann auch sehen. Das ist eine davon, dort wo die zwei kleinen Häuschen sind, das sind Hühner. Auch die Animation, also man sieht jetzt zum Beispiel auch da die Tiere, die sich nicht unbedingt bewegen, sondern nur so als schwarze Punkte da sind. Das ist auch grafisch bestimmt, das wird dann, wenn wir von nahe sehen, auch etwas verbessert. Okay, dann hinten dort ein bisschen weiter, wir können ja auch mal da hingehen, sehen wir dann die Silagestelle, dort kann ich also ich glaube Kraut kann ich da hinbringen, Häckselgut und so weiter. Das kann man dann zudecken, wenn man eine gewisse Menge hat und
dann kann man das silieren und man hat dann Silagefutter, was man auch wieder den Tieren verfüttern kann. Davor, das ist dann der Schweinestall, hier mit dem Gebäude, wo auch dort der Trecker davon, der Traktor davor steht. Das ist der Schweinestall, links davon dann der Kuhstall. Sind auch die Kühe, die bewegen sich zurzeit nicht, eben wie gesagt, grafisch bestimmt. Ein bisschen hinten dort ist so ein Futterwagen und links davon, jetzt sieht man zum Beispiel die Kühe, wie sie sich bewegen. Links davon, das sind dann die Schafe. Schafe habe ich zurzeit noch keine gekauft, das wird dann auch kommen. Also wie gesagt, ich bin immer noch im Aufbau, nach und nach wird sich auch das Ganze füllen. Links vom Schaf, von der Schafweide, vom Schafzaun sozusagen, ist da dort das Gebäude, das ist das Lager für Stroh und Heu. Kann man also dort lagern und bei Bedarf auch wieder entnehmen. Gerade links davon habe ich den Traktor hier mit dem, dem Wasserfass, mit dem Wassertank. Wie gesagt, das ist eigentlich nur Wasser, um auch wieder zu den Tieren zu füttern. Dann hinten, dort habe ich zwei größere Maschinenhallen. Da werden vor allem größere Maschinen oder respektive Feldbearbeitungsmaschinen gelagert oder platziert, Pflüge, Ecken und so weiter. Und auch vorne, aber auch wie gesagt, da wird sich bestimmt noch einiges ändern oder angepasst, je nachdem, wie man gerade zurechtkommt. Links davon hier eben diese Halle, die vorhin da immer wieder verschwunden ist und wieder kam. Das ist auch eine Maschinenhalle, da werde ich vor allem Drescher und größere Erntemaschinen einplatzieren. Jene, die man vielleicht nicht so oft braucht, aber trotzdem, wenn man sie braucht, griffbereit sein sollten. Und vor allem habe ich mir auch gedacht, ich habe auch hier eine Ausfahrt zur Straße gemacht sozusagen, damit man mit größeren Erntefahrzeugen nicht durch den ganzen Hof fahren muss, sondern einfach gerade dort raus und schon ist man auf der Straße, um zum entsprechenden Feld zu kommen. Dann drehe ich mich kurz ein bisschen hier, da wie gesagt nochmals die Kühe. Dann habe ich hier einen Maschinenstand quasi für, ich sage jetzt mal, Futterarbeiten oder respektive Grasfutterarbeiten. Das heißt, vom Mäher bis hin zum Ladewagen oder zur Ballenpresse ist eigentlich alles da. Von groß zu klein, je nach Feldgröße und so weiter, je nach Anwendung, ist alles da. Gerade hinten dran, hier ist der zweite, Hühnerbereich, der zweite Hühnerstall, ja, Stall klein sozusagen, der wäre dann hier. Also einer ist ja vorne gewesen, der zweite hier. Da habe ich wieder einen Wassertank, wo ich Wasser pumpen kann, um den Tieren zu geben. Und dann habe ich hier noch ein paar Pferde. Auch hier ist eigentlich ein kleiner Pferdehof. Da wird es vielleicht auch noch einen größeren geben, irgendwo auf der Map. Aber hier zum Beginnen ist einfach mal der größere und so weiter und so fort. Und dann kommen wir hier. Diese zwei Gebäude hier übrigens, das sind nur als Deko. Das sind einfach alte Hallen, Maschinenschuppen, Geräteschuppen, was auch immer. Aber die haben keine aktive Funktion im Spiel. So viel mal eben, wie gesagt, zum Hof, zum Haupthof sozusagen. Hier nochmal vielleicht in der Übersicht. Also wie gesagt, rechts dort die Hühner, dann ein Schopf mit dem Wohnhaus, dann die zwei Gebäude hier ohne Funktion, links davon die Pferde, hinten dran einmal ein Hühnerstall, einer von zweien hier auf dem Hof, dann kommt die Maschinenhalle, oder eine Maschinenhalle, dahinter noch eine Maschinenhalle für Erntefahrzeuge, zwei Maschinenhallen daneben, der Stroh- oder Heulager, Hoflagergebäude, die Kühe vorne dran, rechts davon die Schweine und hinten dran ist vorgesehen dann für die Schafe und nochmals rechts davon die Silageaufbereitung für Silagefutter. Das ist also mein Hof. Wie gesagt, hier überall da, wo jetzt, was wir jetzt eigentlich sehen, war ein
ich sage es jetzt nochmal, ich weiß es nicht genau, ein Gerstenfeld oder ein, was hatten wir noch, Weizenfeld oder was auch immer. Aber wie gesagt, da habe ich natürlich alles bearbeitet, einige Hügel eingesetzt, die Wege, die Straßen gemacht, Pflanzen hingemacht und so weiter, damit es ein bisschen heimeliger aussieht und auch nutzbar ist. Und was natürlich auch immer wichtig ist, bewahrbar ist und auch praktisch ist dann zum Arbeiten. Wenn wir hier ein bisschen uns drehen, da geht der Hof eigentlich noch weiter. Hier unten ist einfach, also hier ist dann ein Gebäude, da kann man sehen, eine größere Maschinenhalle. Auch da weiß ich noch nicht genau, was ich platzieren werde, wird dann auch kommen. Gerade davor ist nochmals eine Hühnerfarm oder ein Hühnerplatz sozusagen. Also das ist der dritte, ich habe drei zurzeit. Und davor sieht man diese drei riesigen Silos. Da kann ich also mein Getreide, meine Ernten größtenteils lagern und auch wieder abholen, wenn ich etwas brauche. Sei es Pferdefutter, Schweinefutter, Weizengerste, Mais und so weiter und so fort. Also alles quasi, was körnig ist. Und links davon da habe ich dann wieder eine Maschinenhalle, natürlich für Lastwagen oder auch Lagerware wie Silageballen oder Getreide, also das heißt Saatgut, Düngergut oder auch da Schweinefutter und Pferdefutter. Entsprechend natürlich Kippe und Anhänger. Wie gesagt, da bin ich jetzt auch noch dran am Platz suchen und so weiter. Und da bei dieser Map die Felder relativ alle bepflanzt sind mit verschiedenen Getreidesorten und so weiter. Diese bin ich jetzt zurzeit komplett am Abernten und das Ganze einzulagern, damit ich dann eigentlich bei Null beginnen kann. Und deshalb sind da auch noch viele Maschinen rum. Also da sind manchmal 4 bis 5 Drescher gleichzeitig auf den Feldern, damit es ein bisschen schneller geht. Aber die werde ich dann reduzieren auf maximum 2 Drescher, denke ich mal. Und entsprechend dann Kipper. Das heißt, auch hier wird das eine oder andere dann vielleicht noch verkauft oder umplatziert. Hier ein bisschen weiter, das habe ich immer gerne, ein bisschen Stroh, also nicht in Ballen gepresst, sondern einfach lose. Dass wenn man mal ein bisschen braucht, kann man hier einfach mit Ladewagen oder mit einem Förderband oder irgendetwas ein bisschen Stroh holen und dann auch dann bei den Pferden oder bei den, wir brauchen noch die Schafe, Schweine brauchen auch noch Stroh, ein Streu und auch bei den Kühen natürlich. Und hier ist wieder eine Lagerhalle, da werde ich vor allem Strohballen dann einlagern und Heuballen, welche ich dann regelmäßig hier holen komme. Aber ich werde auch bei den entsprechenden Tierbereichen dann immer ein kleines Tageslager haben und wenn dort nichts mehr ist, wieder hier unten. Und die neue Ernte oder der neue Kauf kommt dann auch immer wieder hier unten gelagert und nicht irgendwie im Feld. So hat man das sogenannte First-in-First-Out-Prinzip immer im Griff, wobei es im Spiel natürlich keine Rolle spielt. Da ist es eigentlich schnurzegal, was man zuerst braucht und was nicht. Aber trotzdem, man will ja ein bisschen ein System einbringen. Dann habe ich hier noch einmal 2 Maschinenhallen. Auch hier Erntemaschinen für Kartoffeln, Zuckerrüben, Baumwolle und so weiter und so fort. Also auch hier noch nicht 100%ige Besetzung oder ja, ich weiß noch nicht genau, ob es so bleiben wird oder ob die Maschinen vielleicht auch noch zur anderen Halle dort nach hinten wandern, wo die Drescher jetzt sind und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das wird sich sicher im Verlauf meiner Spielkarriere auf dieser Map noch ändern. So, das war eigentlich schon die Vorstellung hier in diesem Video. Wie gesagt, die Map, ich kann mal ein bisschen nach oben gehen. Die Map ist riesig, aber ich liebe diese Map. Ich habe x Stunden beim LS13 auf dieser Map gespielt. Ich habe sogar Felder mit Namen benannt und so weiter und so fort, die ich natürlich separat aufgeschrieben habe. Das kann man nicht im Spiel selbst machen. Aber man kann schön sehen, es gibt sehr viele Felder und vor allem, was mir auch gefällt, es gibt relativ große Felder. Jetzt zum Beispiel das Dunkle da, was man sieht, ungefähr in der Mitte. Oder auch da rechts drüben oder links, besser gesagt, ist auch ein relativ großes. Dort hinten sind große, aber es gibt auch kleine, wie das jetzt zum Beispiel hier in der Mitte, das hinter auch gleich das Dunkle. Also es hat für alles ein bisschen etwas und vor allem
schön eingeteilt, sage ich jetzt mal, schön zugänglich mit allen Maschinen plus minus, man kommt überall gut hin. Und auch die Landschaft selbst ist eigentlich relativ schön. Hier ist dann das Dorf da, kann man ein bisschen weiter sehen. Dann gibt es natürlich verschiedene Einkaufs- und Verkaufsstellen für Getreide, für Futtergut und so weiter und so fort. Alles, was das Herz begehrt. So. Aber wie gesagt, die Map-Vorstellung, oder vielleicht mache ich es dann auch in verschiedenen Teilen, das wird bestimmt auch noch kommen. Jetzt hier für dieses Video, das war's schon mal. Wie gesagt, das ist mein Hof. Ich denke, hier größtenteils wird es mehr oder weniger so bleiben, von dem Gebäude her. Ist manchmal auch umständlich, diese dann wieder umzubauen, weil es hügeliger wird oder umgekehrt. Und dann muss man wieder Bodenbeschaffenheit anpassen, die Bepflanzung und so weiter. Aber maschinentechnisch und so weiter wird sich vielleicht noch etwas oder das andere ändern. Vor allem auch, das möchte ich noch kurz sagen, also wir haben jetzt hier ja auf dem Haupthof haben wir zum Beispiel die Kühe, und auch die Schweine und die Schafe. Und in Hagenstedt war es ja so, also bei LS13 und ja, bei LS13 war es ja so, dass hier, wenn man in der Mitte schaut von dieser Map, ist dort so ein, ja, ich sag mal, orange-gelbes Feld. Und rechts davon ist ja eigentlich offiziell die Kuhweide, die Original-Kuhweide. Und genau das Gleiche, jetzt sieht man hier wieder, in der Mitte wieder so ein oranges Feld, dahinter ist so ein größeres, ein bisschen ein helleres Feld und gerade davor eigentlich ist die offizielle Schafsweide vom LS13 und da werde ich mal schauen, ob ich vielleicht dort auch noch Tiere anschaffen werde. Das Ganze ist natürlich dann wieder verbunden mit mehr Futterungsmaschinen, mehr Futter, mehr Traktoren und so weiter, was man dann kaufen muss oder respektive immer hin und her fahren muss. Es ist alles mit Arbeit oder Geld verbunden, das ist klar. Aber da werde ich dann im Verlauf von meiner Spielkarriere, wie ich schon mal gesagt habe, sehen, was da passieren wird und was nicht. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt mal einfach so ein Erklärvideo oder ein Vorstellungsvideo. Und da wird da sicher das ein oder das andere mal kommen von dieser Map. Sei es kommentiert oder auch sonst zum Zuschauen. Ist manchmal auch so im Hintergrund, wenn man etwas am Machen ist, vielleicht ein bisschen, ja, das wird dann sicher etwas geben, werde ich schauen, wie und was sich da tun lässt. Ich danke euch fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Abo da, diejenigen, die es noch nicht getan haben und vielleicht den Daumen nach oben, das ist immer sehr schön, vor allem jetzt in der Corona-Zeit und so weiter, da hat man gerne wenigstens ein paar positive Sachen und sonst, ja, wie gesagt, Videos teilen und auch schaut mal meine anderen Videos an, ich habe sehr viele Videos auf YouTube, sei es Landwirtschaftssimulator, sei es OMSI-Videos, aber auch Computererklärvideos oder für die anderen auch etwas Musik, auch da verschiedene Geschmäcker. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Neues von Pascal, Dankeschön und Tschüss.